Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Rayman 3 Hoodlum Havoc. Ja Freunde, es tut mir ganz so leid, im letzten Part hatte ich ja meinen obligatorischen Rage Mode, ja einmal pro Let's Play muss er ja sein. Nicht wahr, ich bin komplett ausgerastet. Zum Teil zu Recht, zum Teil aber auch war es auch ein bisschen meine eigene Dummheit, ja. Ich habe mich jetzt so ein bisschen informiert, ich habe nicht die Bosse gespoilert, sondern habe mal so ein bisschen geguckt, wie es so aussieht. Und es gibt wohl insgesamt 4 Phasen hat der Boss. Und die ersten 3 Phasen muss man so schaffen. In einem Lauf. Während die letzte Phase nochmal separat ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ja. Ich habe jetzt schon mal die erste Phase nochmal neu gespielt. Ich werde das ab jetzt schneiden, wenn ich sterbe, dass ich wirklich nicht den Bosskampf in den ganzen Phasen wirklich 100.000 Mal zeigen muss. Und genau, ich habe mich jetzt auch informiert wegen der zweiten Phase und ich weiß jetzt, wie ich diesen Megaschlägen da ausweichen kann. Ja, das war meine eigene Dummheit, da hätte ich eigentlich drauf kommen können. Das ist total easy, wie ich den ausweiche, aber ich zeige es euch gleich. Die erste Phase habe ich schon überstanden, habe ein bisschen Schaden kassiert, aber ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen wie beim ersten Mal. Ich glaube sogar noch ein bisschen besser. Aber hier sind jetzt zum Glück unendlich viele rote Nums, das heißt, ich kann mich hier mal aufheilen. So, jetzt muss ich erstmal natürlich wieder... Aber ja, das ist schon mal gut demonstriert. Ich muss nämlich, wenn er diese Angriffe macht, den er jetzt wahrscheinlich gerade macht... Nee. Dann muss ich einfach hier zwischen sein. In so einer tiefer gelegenen hier. Zack. Dass ich da nicht drauf gekommen bin, das tut mir leid. Da hat der Leon wieder richtig nachgedacht. Was diese normalen Schläge sollen, verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin, weil die machen mir keinen Schaden. Ich fliege nur hoch. So, zack. Jetzt muss ich runterfallen, weil... Oh, ne. Er macht gar keinen zweiten. Okay. Hui. Oh, shit. Okay. Das ist gerade kacke, was ich hier mache, weil ich verliere gerade schon Unmengen an Energie. Mann, hör auf damit. Damit fliege ich nicht schnell. Ah. Das ist gerade dumm, was ich mache. Ach du, okay, jetzt holt er die schon. Ja, wenn du meinst. So, jetzt macht er seinen Mega-Angriff hier. Mega-Angriff, genau. Ich kann auch schon mal, während ich hier hochlaufe, den aufgeladenen aufladen. Dass ich schon mal einen ordentlichen reinhaue. Genau, no, zack, 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 zack. Wie er guckt, er. Wohoho. Das hat aber gut reingezogen. Das hat sogar sehr gut reingezogen. Ich kann ihn gerade vollkommen ausnutzen. Okay. Gut, wieder aufladen hier. Ah. Okay, in der Luft kann ich den nicht ausweichen. Dann muss ich entweder fliegen und mich gleichzeitig fallen lassen. Das ist ein bisschen unlogisch. Hört man vielleicht da. Ah, Mist, jetzt war ich schon zu weit. Jetzt zack. Gut. Ne, die Fähigkeit holen. Oh, ich fliege ja automatisch dann hoch. Ah. Ah. Ganz ruhig, Leon. So, zack. Und jetzt muss ich eigentlich hier unten rein. Während ich das mache. Mann, hör doch auf damit. Das ist doch kacke, wenn du das machst. Dadurch verliere ich nur Unmengen an Kram. An Zeit. Zeit haben wir nicht. Zeit. Wow. Wie habe ich das denn jetzt getroffen? So, zack. Das war doch nice getroffen. Bam. Bam, 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 bam. Okay, einmal muss ich dann wohl noch, ne? Er guckt so geil. Okay, wenn ich gut bin, dann rock ich das jetzt beim... Aua. Ersten Versuch. Und nicht, wenn ich nicht andauernd in dieses Ding reinlaufe. Nur zack und fallen lassen. Okay. Zack und fallen lassen. Zack. Und fallen lassen. Aua. Oh, jetzt hat er Doppeln gemacht. Da habe ich nicht... Damit habe ich nicht gerechnet. Aua. Ich weiß nicht, wie ich den Doppeln ausweichen kann, wenn ich ehrlich bin. Mann, jetzt hör doch auf damit! Arschloch. Ich weiß nicht, wie ich diesen Doppelten da ausweichen kann. Das verstehe. Scheiße! Hier, diesen Doppelten, den kann ich irgendwie nicht so wirklich ausweichen. Nee, dem kann ich irgendwie nicht ausweichen. Hm. Na gut, wenn ich gut bin, schaffe ich das ja jetzt schon. Aber wir wissen ja alle, wie gut ich bin, nicht wahr?
Komm schon, muss jetzt rauchen. Natürlich, natürlich. Ah, das ist nicht so geil. Dann chill ich, glaube ich, mal hier unten ein bisschen rum, wa? Mann, diesem Doppelten kann ich nicht ausweichen. Ah, Mist, Mist, Mist. Mist, ich kann dem nicht ausweichen. Scheiße. Hör auf damit. Mann, jetzt spring doch, du Arschgesicht, Rayman. Sorry. Ah. Ah, oh Mann, ich schaff das schon wieder nicht. Ich weiß nicht, wie ich diesem Doppel... Sorry. Wie kann ich diesem Doppelten ausweichen? Rayman, was machst du denn da? Oh. Ich sollte einfach immer springen, wenn er die malen Schläge macht. Ah, schaffe ich wieder nicht. Ich werde es nicht schaffen. Weil der eine Mongo ist, der Typ. Ja, und dann bin ich tot. Bäh. Och, Mann. Wie komme ich denn in der Luft ausweichen? Einen Moment, bitte. Okay, ich bin wieder hier, Mama. Hä? Was ist? Hä? Warum ist er da hochgegangen? Ich bin schon hier unten. Okay, Spiel. Meinetwegen. Ja, ich stand zwar eigentlich hier unten, aber der ist irgendwie gerade voll automatisch hochgegangen. Habt ihr das gesehen? Naja. Gut, wir sind wieder hier. Zurück im Glück sozusagen. Gut, hier ist es noch relativ egal. Ich muss irgendwie zusehen, dass sich bei den anderen Phasen dann... Ah, scheiße. Ah. Das ist aber auch arschig manchmal, weil ich dann gar nicht schnell genug unten sein kann hier. Versteht ihr? Dass ich während dieser Angriffe springe, weil dann fliege ich nicht hoch. Ja, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Los, komm her. Toll, ne? War ja zu langsam. Das ist auch mal was. So. Zack, 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 zack. Ich glaube, der Aufgeladene hat gerade irgendwie recht wenig gebracht. Da kam mir das nur so vor. So, ich hämmer so, dass ich kann. Oh, meine Fähigkeit ist schon weg. Toll. Hm. Okay, jetzt gucken wir mal. Ja, okay, ich bin hier unten. Bleib hier ein bisschen unten. Ich sollte einfach mal in jeder Pause machen. Wir haben noch Zeit. So, zack. Genau. Das ist viel besser. Nein. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, okay, okay. Nein, scheiße, jetzt bin ich einmal hochgeflogen. Dann macht er gleich den Doppelten. Jawoll. Was auch sonst. Na gut. Einmal kann ich mit leben. So, zack. Bin ich doch schon da. Okay, okay, okay. Ich habe noch recht wenig Schaden gekriegt. Das ist recht gut. Oh, ja, oh Gott. Hör auch gerade Geräusche, du. Ah, ja, okay. Ich wollte doch in der Lücke jetzt mal stehen bleiben. Lol, wie ich trotzdem hochgeflogen bin gerade. Naja. Ah, scheiße. Ich bin so dumm. Oh, ist nur so ein weiter Weg. Ja, das war halt Glück. Aua. Aua. Jetzt will ich hier wieder... Lol, mach ihn doppelt. Jawohl. Jetzt will ich hier wieder doppelt durch, ne? Aua. Boah, ich bin so ein Arschgesicht. Jetzt verschwende ich schon wieder mein ganzes Leben, ne? Seht ihr das? Wie inflationär ich wieder damit umgehe. Das gehört echt... Dafür gehöre ich echt gerade gesteinigt. Ah, wieder Selbsthass, der hier aufkommt. Oh, ich fange schon wieder an zu weinen, ey. Okay. Komm, jetzt bist du Geschichte. Jawohl. Okay. Zweite Phase erledigt. Das heißt, ihr müsst die schon mal nie wiedersehen.
Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Hoch, scheinbar. Oh mein Gott. Kamera, bitte. Ah. Okay, wow. Oh, diese Fähigkeit, ne? Ich hasse... Oh, scheiße. Ich hasse nichts mehr auf diesem Planeten als diese Fähigkeit. Aua. Ah. Ich sehe schon, die Plattformen da unten verschwinden langsam. Die kommen hier nicht hoch. So eine Kacke. Okay, okay. Muss da rechts hoch. Schaffe ich das? Ja, schaffe ich. Okay. Ich möchte eigentlich ein bisschen in Bewegung bleiben. Damit ich so ein bisschen komischer Schallangriff da nicht trifft. Ah, scheiße, ich wusste nicht wohin. Okay, warte mal. Da links. Ah. LOL! Oh, warte. Ja. Oh. Okay, das war knapp. Oh. Hätte mich jetzt getroffen, ne? Okay. Bin oben. Nein! Nein! Das war grad dumm. Das war grad so richtig, richtig dämlich. Ah, okay, warte. Das treffe ich hier. Komm. Lol. Jawoll! Genau! Genau! Jetzt. Oh, was denn? Wo muss ich hin? Scheiße! Hier ist nirgendwo was mehr. So eine Scheiße. Warte mal. Aber wenn ich unten auf dem Boden bin, dann komme ich doch wieder hoch, oder nicht? Muss ich echt... Oh, das ist jetzt ärgerlich gewesen. Bin ich so ganz blöde da. Nicht ganz raufgekommen. Schön, dass sie da oben so rumblinken, ja. Schon. Boss. Jawohl, genau. Ah, oh, jetzt muss ich nochmal runter. Jawohl, ey. Boah, was bin ich denn da auf die letzte Kante nicht raufgekommen, ey? Wie geht das denn? Wie kann man so blöd sein? Oh, ich sehe doch nicht, wo das ist. Verliere ich immer mehr Energie? Kann das sein? Nee. Ich will ein bisschen der Selbsthass, der hier gerade aufkommt. Ja, Leute, ich kann doch nicht die... Ich kann das doch nicht sehen. Ganz ehrlich. Ja, ich weiß nicht, ob ich da drüber bin oder da drunter. Oder sonst wo. Normale Menschen können das, glaube ich, nicht sehen. Die Phase sieht aber recht einfach aus. Komm schon, ich muss einfach nur hoch. Jawohl, genau. Mann, das ist so eine Arsch. Scheiße. Boah. Ey, nee, weißt du? Leute, Rayman, was machst du denn da für eine Scheiße hier, ey? Geh da bitte hoch, dankeschön. So, gleich dreht die Kamera wieder ganz komisch, so swubbidi-dubbidi macht die gleich. Ja, siehst du? Ah, guck mal, weil ich den Boden berührt habe, sind die jetzt neu da. Ist ja lustig. Okay, aber ich verliere irgendwie Energie, habe ich da gerade das Gefühl. Ja, dadurch, wenn er mich trifft da, ne? Und hier ist nichts, weißt du? Hä? Och, komm, ey. Hä? Wo, hä? Wo soll ich denn hin? Ach, da kann ich hin, da kann ich hin. Zu dem da. Jetzt muss ich nur treffen. Boah. Aber ich kann doch nicht sehen, in welcher Höhe sich das Ding hier befindet. Das können die doch nicht erwarten, dass ich das von hier sehe. Ach, komm, ey. Bleib mir gestohlen, du dritte Phase. Du bist nicht schwer, du bist einfach nur unglaublich ankotzend. Weil die Kamera hier nicht mitspielt. Oh. Auch schön, wie der Stein einfach schwarz ist, ja. Dass man gar nicht sehen kann. Hä? Boah, Kamera, bitte. Ich bitte dich. Ich
glaube, Rayman ist so bekannt dafür, die arschigsten Endbosse zu haben. Kann das sein? Ist genau wie bei, Rayman Revolution. Das ganze Spiel war eigentlich relativ einfach. Dann der letzte Endboss, der wieder komplett durchdreht. Oh, das war interessant. So, hier ist wieder nix. So, ich weiß auch nicht, ob ich ewig Zeit habe hier. Hoffen wir es einfach mal. Naja. Oh, ja genau, ey. Hätten wir... Hätten wir nicht ewig Zeit, wäre ich wahrscheinlich schon längst tot. Ja, witzig Spiel. Eine ganz Witzigkeitsphase gerade, ja. Ich merke schon. Wow, 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 wow. Ah, da muss ich noch höher. Scheiße. Da muss ich hin. Aha. Ah, Rakete, okay. Ah, okay. Das hat er gerade automatisch gemacht. Let's go. Okay. Wenn jetzt meine Audiospur weg ist, dann kotze ich irgendjemandem ins Gesicht, ey. Oh. Okay, letzte Phase. Ich hoffe ganz doll, dass er wirklich hier jetzt gespeichert hat. Da stand zwar Datenspeicherung, aber man kann sich ja nie so sicher sein. Okay, ich kann jetzt... So. Okay, ich wette, ich muss diesen Schild da zerbar... Die Globox, wenn ihr noch an seine Unschuld glaubt. So, ich... Muss ich sein Schild abballern? Keine Ahnung, Mann. Er sieht so... Ja, okay, er wird weniger. Ah, jetzt kann ich drauf ballern. Aua. Okay, ich habe ihn irgendwie getroffen. Irgendwie aber auch nicht, hä? Ich kann gar nicht gedrückt lassen. Vorhin ging das doch, naja. Machen wir es jetzt eben so. Okay, sein Dings da oben liegt doch frei jetzt. Oder fast. Ein ganz bisschen was ist da noch. Ich treffe das Kackding irgendwie nicht da oben. Ah, danke schön. Okay. Oh Gott. Mann, er lag doch gerade frei. Sein Ding da oben. Treff doch. Oh, danke. Okay. Gott, wie der sich anhörte. Ah. Muss ich sie alle platt machen? Was? Ah, okay, ich hab so ein... Ah ja, ich hab so ein Kreuz hier. Da kommen dann Bomben hin. Ah, ich verstehe, okay. Oh Gott. Aua. Vergehen gefahren. Ich hab grad nicht so eine doll Angst, weil ich immer noch die Hoffnung lebe, dass der, Das was? Ja, weiß ich nicht. Dass, ich diese Dings dann nicht mal neu machen muss. Ah ja. Okay, ich glaube, ich verstehe. Der hat eben Energie, ganz viel Energie verloren. Wahrscheinlich, wenn die wieder reingehen, füllt sich die Energie wahrscheinlich wieder auf. Und ich muss die davon abhalten, diese kleinen Dinger da. Ich habe ja genug getötet. Das heißt, wir müssen das einfach nur ein paar Mal machen. Und dann ist hoffentlich vorbei.
Es sei denn, es kommt eine fünfte Phase, von der ich nichts weiß. Okay. Ich muss wirklich ganz nach oben ziehen, dann treffe ich sein Schild automatisch. Muss er nur mal ab und zu seine Schüsse hier abwehren. Oh, oh, keine Lags jetzt mehr. Frame Drops, ja. Wollen wir jetzt hier nicht sehen. Okay, ich weiß leider nicht, wie lange der Part schon geht, ja, aber ist ja auch, egal. Finalparts sind bei mir fast immer länger. Wie oft ich gerade sein Schild getroffen habe. Voll gut. Okay, okay, okay. Ah, okay, ist wieder da. Ich muss ihn, glaube ich, so zwei oder dreimal den Schild wegmachen, dann kommt er so komisch angefahren, dabei muss ich ihn treffen, das Ding da oben. Das komische lila Ding, was vorhin noch weiß war. Sein Pickel da oben treffen. Ah, gut, die Phase geht eigentlich. Woher weiß Globox eigentlich, dass dieses Auto Bomben hat? Oder Auto vor allem. Dieses Fahrzeug. Dieses Schiff. Der Gleiter hier. Bomben hat. Und das hier. Na, die Kanone sieht man ja vielleicht, ne? Aber. Bei dem wollte Globox hierher. Ist ja auch egal. Und du. Ah, okay. Komm, der ist wieder angeflogen und dann macht das noch ein drittes Mal. Ah, komm, angeflogen. Komm schon. Scheiße. Komm schon. Komm, angeflogen wieder. Scheiße, ich treffe ihn nicht. Ich bin zu dumm, Mama. Bleib mal auf der Höhe. Oh, ich bin zu dumm, ihn zu treffen. Das lässt sich so schwer abschätzen. Boah, das lässt... Das kann man doch nicht abschätzen. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Okay, ich ziehe jetzt mal hier so unten hin. Ja, nicht so weit unten. Okay, okay. Okay, jetzt weiß ich ungefähr, auf welcher Höhe ich den halten muss. Oh Gott. Bitte. Glowbox. Lass dich doch nicht so erniedrigen hier. Zack. Ein paar fröhliche Bomben in die Gegend schmeißen. Warum auch nicht? Ja, auch wenn ich gleich tot bin. Oh, die Steuerung ist ganz komisch. Okay, ich muss nur lenken. Oh, ich bin gleich tot. ja, okay. Wird wohl ein Fehlversuch jetzt. Und boom. Pentakill. Ne, waren glaube ich nur vier. Muss hier durch, ich bin Arzt. Es sei denn, ich wehre jetzt alle seine Schüsse ab und ich treffe seinen Keim da gleich beim ersten Versuch. Dann habe ich vielleicht nur eine Chance. Aber gut, den will ich dann natürlich nicht schneiden, weil das ist ja schon die letzte Phase. Wenigstens die Phase. Ich mal neu. Oh, es sei denn, es kommen noch mal so viele raus, dass es auch noch mal ein viertes Mal ich das brauche, machen muss. Dann wäre es natürlich auch arschig. Naja. Gut, oh, ich hoffe wirklich, dass ich nicht alles noch mal von vorne machen muss, ne? Da. Sonst, dann ist alles vorbei, Freunde. Dann ist der ultimative Rage Mode, glaube ich, engaged. Mit diesem Einatmen eben dieses. Hab mich voll verschluckt. Ich muss jetzt auf die Geschosse konzentrieren gerade. Wieso lasse ich mich nicht gleich umbringen? Ich weiß sowieso, dass ich es nicht schaffe. Ja, zum Beispiel. Oh, Alter, das war knapp. Schön, ich da mal ganz viele oben hinsetze, einfach schön. Sieht cool aus. Oh. Oh, Leute. Was? Oh, das war jetzt schlecht. Oh, bitte nicht nochmal alles von vorne machen, bitte. Bitte. Oh, Erleichterung. Okay. Schaff ich, Leute. Kein Problem. Ich bin Arzt. Das ist ein etwas durchgeknallter schwarzer Luft, der die Welt zerstören will. Naja. Ich bin gespannt, was mit André passiert, weil ich kämpfe hier nur gegen hier Reflux. Irgendwie. Oh.
Piercing Abschluss. Okay, okay, okay. Boah, nein, 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 TV-Karte. Bitte jetzt nicht. Mach jetzt keinen Abgang. Danke, hast sie wieder gekriegt. Gut gemacht, TV-Karte. Gut gemacht, kriegst ein Leckerli nachher. Oh, trotzdem mal abgekriegt, weil ich jetzt so auf die Framerate konzentriert habe. OMG. Ah, okay, okay. Geh weg. Jetzt kommen wir wieder angeflogen. Ich muss so auf Klötenhöhe ungefähr sein. Ja, dann kriege ich ihn. Aha. Habe ich einmal treffen lassen, wegen der Framerate. Also bin ich nicht dran schuld, ja? Seht ihr ja. Hustlos. Okay, ich mache mir. Ich reg mich gar nicht auf, weil ich weiß, dass ich immer wieder hier anfangen kann. Das ist dann immer ein Spielstürzer, wenn wir einen Stromausfall oder so. Oh Gott! Nein, bitte nicht. Nein, aber selbst wenn, da wurde automatisch gespeichert. Deswegen dürfte ich eigentlich da wieder anfangen. Das hat richtig viel gebracht, Freunde. Habt ihr gesehen? Diese Shooting Skills, ey. Krass. Aua. So. Ich denke immer die ganze Zeit, ich muss fliegen, aber ich muss nur lenken. So fahren tut er automatisch. Einfach nur rumfahren, ein paar Bomben setzen, ein paar Bomben planten. Dann hat's dich's, Freunde. Dann hat's dich's. Ja? Leute. Oh, jetzt fliege ich wieder in alle Richtungen. Gleichzeitig. Seht ihr, ich habe immer noch den Raketenanzug an. Seht ihr das? Aua. Okay, wie viel habe ich ihm abgezogen? Mal schauen. Ah, geht eigentlich. Geht eigentlich. Okay. Zweite Phase habe ich eben auch noch überstanden. Ah. Okay, ich krieg auch wirklich Schaden. Frame Rate. Hör auf damit. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich habe eigentlich. Die PS-Dings unterstützt ja. Ne, weiß gar nicht. Unterstützt die nur 50 Hertz? Ich glaube auch 60 Hertz, aber ich muss auf 50 Hertz stellen, damit meine TV-Karte das Ding überhaupt erkennt. Oh. Da kriege ich mitunter sogar 26 Frames. Ich werde mir kurz die TV-Karte lieber nochmal neu starten. Ein Moment. Okay, Leute. Weiter geht's. Noch 25 Frames. Ich kann nicht versprechen, dass es hilft, weil ich habe ein bisschen Rohaufnahmen auf meinem PC. Aber eigentlich dürfte davon das Ding noch nicht so überlastet sein. Ja, ich habe vorhin eine kleine Session Metroid aufgenommen. Die zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich auch gerade noch in Gang ist, sag ich mal, ja. In der Fall, ja gut. Kommen gerade keine, war wohl mal wieder ein DVO-Karten neu starten nützlich. Nein, jetzt kommt's. Fuck you. Fuck you. Jetzt kommt das auch noch am Ende, ey. Ich krieg zu viel. Egal. Ich höre ja immer, dass sowas ist. Blacklink zum Beispiel. Hat mir mal verraten, dass es, oh, bei ihm irgendwie muss er echt. Mach lieber Menü an, ne? Dass er immer die TV-Karte wirklich, das, NPC neu starten muss, bevor er die TV-Karte benutzen kann. Irgendwas war da, ich weiß gar nicht mehr wie, no? Weil es immer bevor er aufnehmen will, muss er. Hör auf damit jetzt. Warum hast du das denn jetzt, Muss er immer den PC neu starten, weil sonst irgendwie die ganze PC abstürzt. Ja, Mann, jetzt lass mich wieder Framerate hier so oft treffen. So eine Scheiße. Ja, ich muss es leider damit leben. So eine Kacke. Oh, und jetzt juckt auch noch meine Augenbraue. Also die Haut unter der Augenbraue. Ah. Oh, oh, geht nicht. Oh. Kratz, 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 kratz. So, weiter. TV-Karte. Wahrscheinlich, weil ich wieder so auf Dauer aufnehme oder mit Fraps. Ich habe keine Ahnung, woran das doch liegt, Freunde. Ich kann es euch doch nicht sagen. Die TV-Karte ist einfach scheiße. Nein, die Qualität ist ja in Ordnung. Oh, jetzt lasse ich mich echt so oft. Ich lasse mich jetzt nur treffen, weil die Framerate so ankackt hier. Meine Güte. Das gibt es doch nicht. Gleich hole ich meinen alten Grabber raus. Den habe ich noch. Oh. Das geht echt nicht klar, Freunde. Ich verstehe auch nicht, warum die so abkackt. Ist einfach zu viel auf dem Bildschirm los? Kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Das Komische ist, dass ich das irgendwie auch nur bei Konsolenaufnahmen habe, ich das Gefühl. Bei Wii U hatte ich das bisher noch nicht, glaube ich. Wenn ich damals zum Beispiel so drüber gezockt habe, was ich schon mal gemacht habe, wenn ich zu faul war, mal umzustecken. Oh, jetzt hört sie komplett auf hier. Ah, oh, geh mir nicht auf die Eier, Framerate. Mann! Ich will gar nicht wissen, wie viel Rohaufnahmen ich jetzt hier allein durch diese Framerate habe.
In diesem Part, ja, weil ich schon doppelt und dreifach schneiden musste, glaube ich. Na egal. Die Schneiderarbeit im Endeffekt ist mir ziemlich egal. Die kriege ich wohl einmal hin, aber... Ah, ich kann so nicht zocken, Leute. Ich krieg so unnötig viel Energie abgezogen gerade. Aber nur, weil mich die Framerate so beschäftigt. Geh weg, kaputt! Oh. Komm schon, du kommst das Schild da oben. Ich traue mich auch gerade nicht, da die ganze Zeit drauf zu ballern, weil diese roten Dinger ankommen. Vielleicht ist es tot. Komm schon. Vielleicht bin ich vor allen Dingen tot. Langsam tut auch mein Daumen ein bisschen weh. Oh Mann! Du scheiß TV-Karte, ich tausche dich bald um, ey. Ich kaufe mir bald was Neues. Damit kann man ja nicht leben. Okay, hast dich wieder gekriegt, danke. Zum Glück hat es hier einen Pausenbildschirm, ansonsten wäre ich geliefert. Komm schon, Schild da oben. Oh Mann, ich schaff das schon wieder nicht. Kacke. Ah, danke schön. Aber mach's nochmal neu, ne? Ja. Oh, da konnte ich gerade so ein bisschen rein. Oh, da konnte ich gerade gut treffen. Weil letztendlich kann ich auch so Dinge abwehren. Wenn ich. Ja, wenn ich. Scheiße. Wenn die ganze Zeit nach oben baller, dann kann ich das auch abwehren. Was? Hat nicht getroffen? Will mich verarschen. Oh Mann. Mann, ey. Oh, dann kommt auch diese fucking TV-Karte wieder, ey. Boah, ich krieg zu viel. Ein bisschen aus wie der Sauseschuh, Mario Kart 8. So, das habe ich jetzt schon tausendmal gesehen, Freunde. Ja, tausendmal. Ich kann es nicht mehr sehen hier. So, zack, 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 zack. Ich kann die Dinger letztendlich auch so abwehren. Wenn die ganze Zeit nach oben schieße. Deswegen geht das eigentlich. Ja, sogar sehr gut. Achso, kommt ja nochmal, der Typ. Der Typ. Nein! Oh, jetzt aber richtig! Oh!